Hi Leute, ich bin auf dem Weg zu einem Freund, einem Studentenfreund, der auch Bushcraft macht, aber jetzt auf dem Waldparkplatz im Wohnmobil wohnt. Und dann nehme ich euch mit, denn Marius Freisinger hat danach gefragt. So, jetzt bin ich bei meinem Kumpel hier im Wohnmobil und finde ich richtig klasse. Wir haben ein schönes Käffchen zusammen genossen und ein bisschen geplauscht. Ja. Jetzt muss ich auch noch was sagen, ne? Ja, sag mal was. Ja, war schön, dass du da warst. Ich freue mich, dich bald im Shelter besuchen zu können. Ja? Und bist jederzeit herzlich wieder willkommen. Wie heißt dein Blog nochmal? wo-stehe-ich.blogspot.com. So. Ah, okay. Ja. Also gut. Cool. Ich werde dich wieder besuchen. Dankeschön. Bis dann. Ciao. So, ich bin wieder zurück bei meinem Shelter. Und jetzt will ich euch mein Lieblings-Bushcraft-Messer vorstellen. Materialien habe ich damals beim Giveaway vom Volker Frank Trekking gewonnen. Warum ist das mein Lieblingsmesser zum Bushcraften? Ganz ehrlich, es ist mir nicht zu schade für nichts. Dem kann ich eben alles machen. Das hat eine saubere Patina angelegt. Ist leicht zu schärfen durch diesen Scandi-Schliff. Ich habe eine minimale zweite Sekundärschneide angebracht. Ich kann es hier relativ weit vorne greifen. Und in Kombination mit meinem Lanyard kann ich es hier hinten greifen. Ein bisschen was zu choppen. Es hat wenig Gewicht, aber wenn man irgendwo mal Borke so abmachen will oder so, ist das eine gute Sache. Ja, das war's.